Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Irgendwo Dazwischen Box von Motores. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Irgendwo Dazwischen von Motores, das Ganze aus dem Jahr 2015. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das zweite Album von Motores. Wir haben hier eine rote Box mit weißem Aufdruck. Es ist vom Material her so eine dünne Pappbox. Auf der Oberseite, auf dem Boxdeckel, haben wir hier einmal den Schriftzug von Motores, der hier auch gleich den Bezug zu seiner Heimat herstellt, der Stadt Köln. Dann haben wir hier unten Versunkene Fabrik, das ist das Label, über das das Album erschienen ist, bei dem Motores damals unter Vertrag war. Und dann hier noch weitere Beteiligte. Ansonsten hier in Rot, also so ein Farbverlauf von eher hellrot bis dunkelrot, der sich hier so durchzieht. Auf der linken Seite lesen wir noch Motores irgendwo dazwischen. Das ist das eigentliche Cover des Albums. Dieser Fingerabdruck in der Optik seines Gesichts. Und ansonsten, genau, auf der Rückseite sehen wir das dann. Versunkene Fabrik präsentiert Motores irgendwo dazwischen. Und hier nochmal das Cover im Großen. Jawohl. So, dann schauen wir mal hinein. Es ist eine Klappbox, geht hier seitlich auf. Und dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier einmal ein Poster mit dabei. Dann eine unterschriebene Autogrammkarte. Ein Shirt. In diesem Shirt haben wir sage und schreibe zwei Alben, und zwar einmal das Album Ambivalenz und einmal das Album Irgendwo Dazwischen. Dann eben das Shirt und dann haben wir auch noch zwei Tischtennis, zwei Pingpongbälle mit Motores Branding. Was hat es damit auf sich? Die Box war damals auch erhältlich oder wurde beworben unter dem Namen Bier Pong Kalif Premium Box. Steht zwar hier jetzt nicht drauf, aber daher auch der Bezug zu diesen Bällen. Ich gehe mal stark davon aus, dass Motores in der damaligen Zeit Bier Pong selbst sehr gefeiert hat, wahrscheinlich immer noch tut. Und deswegen gibt es hier diese zwei gebrandeten Tischtennisbälle. Gut. Wir haben das Shirt hier noch in Folie. Holen wir mal raus. So, und der Rest ist hier schon ausgepackt. Wir starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Es ist, wie gesagt, das zweite Album von Motores über Versunkene Fabrik erschienen. Lesen wir hier auch wieder. Versunkene Fabrik präsentiert Motores irgendwo dazwischen. Dann das Cover hier mit diesem Fingerabdruckgesicht. Das Ganze kommt in einem regulären Jewel Case. Hier lesen wir dann auch wieder Motores irgendwo dazwischen. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Die ist etwas ungewöhnlich gestaltet und zwar so gedrittelt. Wir haben hier 5 Tracks, dann nochmal 5 Tracks und dann nochmals 6 Tracks. Okay, Features sind mit dabei von Mo Mitchell, Timeless, Device oder Device, muss ich ehrlich sagen, kenne ich nicht, und End. Okay, also Mo Mitchell und Timeless natürlich ein Begriff, die anderen beiden nicht ganz so. Wir haben hier keinen Barcode, bedeutet, das Album gab es, soweit ich informiert bin, wirklich nur in der Box und nicht irgendwo regulär im Handel. Wir schauen mal hinein. Als erstes haben wir hier das Booklet. Ups. So, was haben wir hier? Einerseits mal die Infos zu den einzelnen Tracks. Also wer hat den Text geschrieben, wer hat produziert. All das kann man hier nachlesen. Und hier dann noch die Credits zum Album. Jawohl. Dann haben wir diverse Songzeilen, die hier mit dabei sind. Also Zitate des Künstlers kann man hier nachlesen im Booklet. So
So sieht das aus. Ah ja, und was mir jetzt auch auffällt, was ich schon auf der Box gesehen habe, wir haben hier, ganz kleine Detailinfo noch, hier links ein I und hier rechts ein D, ID, und da eben auch das Wortspiel, also ID einerseits so mit dem Fingerabdruck und dem Ganzen, aber natürlich ist es auch die Abkürzung für irgendwo dazwischen. So, dann haben wir hier noch eine umfangreiche Danksagung, sehr umfangreich, Grüße gehen raus, sorry an jeden, den ich vergessen habe. Und zum Abschluss gibt es dann noch ein Foto. Jawohl. Gut, wir kommen zur Album-CD. Die sieht natürlich passend zum Artwork auch wieder so aus, also in Rot und Weiß. Links wieder das Fingerabdruckgesicht und ansonsten hier beschriftet. Oben dann auch nochmal das Gesicht. Mo Torres. So, aber damit nicht genug. Wir haben noch eine zweite CD. Und das ist diese hier, Ambivalenz. Das ist das erste Album von Mo Torres aus dem Jahr 2012. Das hat man hier auch noch physisch beigelegt. Freut mich sehr, vor allem auch, dass man das hier in ein richtiges Jewelcase reingepackt hat und nicht einfach in irgendeine Papphülle. So sieht das aus. Also Mo Torres hier mit einer halben Brille. Es ist so ein 50-50-Mix, also auf der linken Seite ein bisschen casual, alltagstauglicher, hier so mit Weste und Shirt. Und auf der rechten Seite mit Sakko und Hemd. Deswegen auch hier die Cap. Ambivalenz, ja, Vielseitigkeit. Mo Torres Ambivalenz. Und auf der Rückseite haben wir dann auch hier wieder die Tracklist. 18 Stück sind es geworden. Wir haben hier mehrere Features drauf, unter anderem von Next oder auch von Cashmo, Timeless oder Bosca. So, dann schauen wir mal hinein. Auch hier wieder ein Booklet. Ja, es ist mehr ein Einleger. Hier die 18 Tracks inklusive der Infos, wer das Ganze produziert hat. Weitere Credits hier unten. Und zum Abschluss nochmal eine umfangreiche Danksagung. Ja, die scheinen bei Motoris immer sehr ausgeprägt zu sein, die Danksagungen. Die CD an sich, so sieht das aus. Und auf der Rückseite diese nackte, etwas hässliche Fliesenwand. So, das war's zu den beiden Tonträgern. Also zwei Alben sind hier mit drauf oder mit drin. Das erste und das zweite Album von Mo Torres. Dann haben wir eine Autogrammkarte im Hochformat. Das Bild kennen wir schon von der letzten Seite des Booklets. Und wir haben hier auch noch eine Unterschrift. Also mit weißem Stift hier Mo Torres unterschrieben. Rückseite blank weiß, jawohl. Dann gibt es ein Poster. Das sieht so aus. Also auch wieder im Hochformat hier mit Lederjacke in schwarz-weiß und links unten dann wieder der Schriftzug. Von der Optik her würde ich jetzt sagen, das wurde in einem wahrscheinlich Parkhaus aufgenommen. Also es sieht so aus wie so die Auffahrt auf ein Parkdeck. Und die Rückseite ist weiß. Also einseitig bedruckt im Hochformat. Und dann haben wir das Shirt. Kurze Info zu diesem Shirt. Wir haben es hier zu tun mit einem Million Thoughts Entertainment Shirt in der Größe L. Unisex, also sowohl für Männer als auch für Frauen gedacht. Dann schauen wir mal hinein. So. Das Shirt natürlich auch wieder passend zum FC Köln, aber natürlich auch zu dem ganzen Album-Artwork in Rot und Weiß. Hier wieder das große Gesicht, der Fingerabdruck, darunter dann Mo Torres irgendwo dazwischen. So sieht das aus. Und hier haben wir dann sogar noch ein Datum mit römischen Ziffern. Also hier lesen wir 10.07.2015. Release Date. So, dann haben wir ein Zettelchen hier, einen Gilden Heavy Cotton in der Größe L, 100%, oder? Wahrscheinlich, ja genau, 100% Baumwolle und das Ganze ist made in Haiti. Auf der Rückseite in Rot komplett, also kein Backprint. Grüße gehen raus nach Haiti. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal
Moment, noch nicht. Wir sind noch nicht fertig. Ich hätte es fast verdrängt. Jetzt habe ich es doch noch gesehen. Wir haben hier noch zwei Inhalte. Und zwar zwei Ping-Pong-Bälle. So sehen die aus. In weiß. Ganz klassische Ping-Pong-Bälle hier mit schwarzem Motoris-Schriftzug. Also, damit kann man dann Motoris representen, wenn man Bierpong spielen möchte oder auch einfach so reguläres Tischtennis. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe L. Dann haben wir die beiden gebrandeten Tischtennisbälle. Das Poster, einseitig bedruckt im Hochformat. Die unterschriebene Autogrammkarte, ebenfalls im Hochformat. Das erste Album, also Bonusalbum quasi, hier in dieser Box dabei, Ambivalenz von Motors mit insgesamt 18 Tracks im regulären Jewel Case. Und natürlich das Album an sich irgendwo dazwischen mit insgesamt 16 Tracks, ebenso im Jewel Case. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Irgendwo dazwischen von Motores. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Motores unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.